Hallo und herzlich willkommen zur nächsten Folge von Minecraft. In der letzten Folge habt ihr gesehen, wie wir den Turm weitergebaut haben. Und es soll natürlich in dieser Folge genau darum weitergehen. Ich finde, das ist bis jetzt eigentlich schon ganz gut geworden. Auch mit den Fenstern, das ganze Design. Auch hier wieder, wie ihr sehen könnt, mit diesen wunderbaren Mods, die natürlich die Grafik um einiges aufhübschen. Ja, müssen wir schauen, wie wir das weitermachen. Was ist das denn für ein komischer Zombie? Der sieht ja gruselig aus. Was bist du für einer? Ist das ein Villager-Zombie oder was war das? Ich würde sagen, wir gehen das mal an. Wir prüfen das mal nach. Noch eine Etage tiefer. Aber da ist hier kein Fenster. Ah, mich würde interessieren, was ist das für ein Zombie? Was ist das? Na, wo bist du? Du kannst doch nicht verschwunden sein. Ich weiß, was du für ein komisches Vieh bist. Aua. Wie siehst du denn aus? Dorfbewohner-Zombie, alles klar. Wo hast du drin gebadet? Was ist mit dir passiert? Sag mal. Beruf? Knew it. Ah ja. Ein Nivit. Er ist beruflich ein Nivit. Ich würde sagen, das heißt gar nichts. Okay. Hast du mir irgendwas Interessantes gedroppt, außer Gammelfleisch? Nein, wie es aussieht, nicht. Das ist sehr schade, denn ich hätte gern schöne Sachen. Ich sei ein Sammler von schönen, seltenen Sachen. Der Turm, ich finde, der Turm hat irgendwie was. Irgendwie hat er was. Hier dieser kleine Ausbau. Vielleicht sollte man das noch ein bisschen ausmachen, aber dann müsste ich den Baum stutzen. Das wollte ich auch nicht. Naja, sagen wir mal so, der Turm ist schön, ist vielleicht... Naja, muss ich gucken, aber ist selten. Eigenmarke. Made in Illyria. Auch wenn ich im Spiel eigentlich Drago Musevini heiße. Hat aber eine andere Grundgeschichte. Es war eben ein früherer Name. Jetzt wollen wir mal schauen, dass wir so ein bisschen weiter bauen hier. Wir wollten die ganze Karte voller Creeper. Oh, haut ab! Haut ab! Ich mag euch nicht. Irgendwie habe ich hier ein bisschen Performance-Probleme, stelle ich gerade fest. Ich hoffe, dass die Videoaufnahme funktionieren wird. Ich habe nämlich eine ziemlich schlechte FPS-Rate. Ich weiß nicht, woran das liegt. Na, hier mal ins Bett. Und Greystone-Update ist verfügbar und da wunderbar. Aber darum kümmern wir uns jetzt nicht. Ich habe keine Erklärung für diese Performance-Probleme. Mein Rechner hat mehr als genug Leistung. Der kann richtig ordentlich was bringen und leisten, aber ich denke mal, das liegt vielleicht am Spiel selber. Oder an der Aufnahme. Ich habe keine Ahnung. Jetzt wollte ich nochmal was anderes machen. Ja, das sieht schön scheiße aus. Ich habe mir fast gedacht, was ich mir vielleicht irgendwie bauen könnte. Nee, das geht nicht. Hör auf zu hüpfen. Hör auf zu hüpfen!
Was diese Höhe angeht, ich habe überlegt, vielleicht mache ich mir sowas wie eine kleine Halbetage. Aber ich würde eigentlich sogar ganz gerne auch über diese Bäume hinausschauen können. Gut, hier ist das Halbdach. Nee, warte mal. Das ist bis jetzt doch gar kein Turm. Ich dachte, das hätte schon was. Tschüss. Habe ich mir nur eingebildet. Alles klar, bauen wir weiter. Ich würde sagen, was diese komischen Stöpsel hier angeht. Da muss ich mir auch was überlegen. Da überlege ich mir noch was. Vielleicht hiermit? Nee, irgendwie nicht so ganz, denke ich. Vielleicht auch ein bisschen anders. Boah, ich habe hier Angst runterzufallen. Nein. Ohne Scheiß, ich habe hier Schiss runterzufallen. Nämlich, wie ich mein Glück kenne, wenn ich hier runter. Oh, Alter. Das Spiel versemmelt mich wieder hier. Warum macht er das? Da klicke ich doch gar nicht hin. Ich versuche es anders. So will ich das haben. So will ich das. Nicht anders. Natürlich fällt er runter. Aber selbstverständlich. Ich würde sagen, ich versuche das auch ähnlich hier. Ja. Was ist das denn jetzt schon wieder? Boah. Okay, ganz eindeutig, das Spiel will mich fobben. Es sei denn. Warte. Ich meine, eigentlich. Gib mir die Sache wieder. Das haben. Danke. Das sollte so eigentlich nicht. Sieht das so richtig doof aus? Gibt's doch nicht. Tschüss. Genau. Nee. Nee, 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 nee. Das geht nicht. Das geht gar nicht. Ich meine, ich hätte das theoretisch anders abschließen müssen. Aber ich weiß gerade im Augenblick nicht, wie ich das mache. Im Augenblick fehlt mir hier etwas die Idee. Ja, toll, was soll das da? Vielleicht ist es eine Art Schornstein? Nee. Genau. Ja, Leute, das sieht doch geil aus. Ja, also ein bisschen absichtlich, ein bisschen Blödsinn. Das Spiel versteht da sowieso nur die Hälfte von all dem, was ich will. Eigentlich wollte ich jetzt hier so eine Art Anlehnung machen. Ah, wie mache ich das jetzt? Brauche ich gerade im Augenblick absolut nicht. Wir das hier hin. Also definitiv höher. Ganz eindeutig höher.
So. Soweit, so gut. Oder ich heiße hier den Stein nochmal ab und lass das Dach erstmal noch ein bisschen darüber hinausgehen. Zumindest nur hier an dieser Stelle. Ich weiß nicht, was los ist. Die ganze Performance ist gerade echt für den Eimer. Versuchen wir es mal. Wir reißen das hier nochmal ab. So, jetzt versuchen wir es. Jetzt versuchen wir es. Warte. Irgendwie, ich weiß nicht. Na. Müsste man das hier auch wieder weg. Aber ich glaube, da ist bereits wieder der Boden drunter. Oh, noch nicht. Okay, alles klar. Alles klar, noch nicht. Jetzt macht er schon wieder diesen Blödsinn. Alter. Ich muss diesen blöden Autodump abschalten, das geht gar nicht. Nur ich würde sagen, jetzt passt das hier irgendwie gar nicht mehr. Jetzt macht er das schon wieder. Ja, das wird was. Nein. So. Oder warte mal. Genau. Er macht wieder Blödsinn. Das ist nicht mehr normal. Ich habe echt das Gefühl, das Spiel hat heute was gegen mich. Es gibt, er macht's nicht. Ja, jetzt hat er's. Nein! Aua. Das gibt's doch nicht. Das auch alles nur wegen der schlechten Performance, die ich heute habe. Ja, meine Waschmaschine geht mir auch gerade auf den Zwirn. Die ist gerade fertig geworden, ausgerechnet jetzt, wo ich gerade aufnehme. Das ist sehr praktisch. Dich verdammte Stufe kriege ich auch noch hin. Leute, Moment eben. Das geht nicht mehr. Dieses blöde automatische Springen. Muss ich mich eben dran gewöhnen, dass ich selber springen muss. Aber das geht nicht mehr. So. Hey, das hat was. Das hat was irgendwie. Mir überlegen, ob ich hier noch was dran setze, aber ich glaube, das geht gar nicht, oder? Wenn das hier auf gleicher Höhe bekäme, den Turm. Ich glaube, das bekäme ich hier. Ich glaube, das bekäme ich hier gar nicht hin. Was soll's, Leute? Ist egal.
ist schick genug, das reicht schon. Ein bisschen Fackeln dran. Ich denke, das kann man so nehmen. Okay, hier lässt sich keine Fackel anbringen. Dann könnte es ruhig passieren, dass hier ein paar Monster drauf spawnen, aber ich denke mal, so schlimm wird das nicht sein. So hat wenigstens der Turm tatsächlich eine richtige Turmform und nicht, wie es erst aussah, ja, wegen dem Treppenhaus, ne? Weil ihr wisst, hier drunter befindet sich das Haupttreppenhaus. Das Hauptgebäude ist ja im Grunde genommen das hier, beziehungsweise der Turmgang. Aber Leute, was soll ich dazu sagen? Die Folge ist schwer vorbei. Der Turm ist zwar noch nicht gewachsen, aber immerhin haben wir das Dach noch ein bisschen angepasst. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Schaltet auf jeden Fall beim nächsten Mal wieder ein, wenn es heißt Minecraft. Ciao, Leute.